Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bear and Breakfast. Ich bin aus der Höhle schon mal rausgegangen, denn ich habe hier ein paar Quests erledigt und habe ein bisschen Mahagoniholz gesammelt und so weiter und so fort. Ja, hat ewig gedauert. Aber ich bin eigentlich, wollte ich hier rauskommen, weil das der viel kürzere Weg ist, aber ich wollte euch nicht verpassen lassen, wie wir diesen Schlüssel einsetzen, an den ich mich nicht mal mehr erinnern kann, dass wir den anscheinend in der letzten Folge bekommen haben. I don't know. Ja, jetzt haben wir hier eine Abkürzung, die uns halt hier runterführt und so kommen wir super schnell hier links unten ist diese Fuchsgottheit. Joa. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen hier was erledigt. Das heißt, das können wir jetzt in der Folge machen. Dann müssen wir ja immer noch weiter suchen, wo wir eigentlich sind. Ja. Oder wo wir hin müssen. Ich habe schon eine Idee. Also ich habe zwei Ideen, wo wir hin müssen. Nämlich bei meiner Suche bin ich natürlich auch ein bisschen auf was gestoßen in der Zwischenzeit. Ich habe natürlich nichts angeklickt, ihr kennt mich. Würde ich niemals machen. Aber der Rattenboss Mahagoniholz. Sorry Leute, aber Mahagoniholz dürfen wir nicht liegen lassen. Keine Chance. Der Rattenboss will mit uns reden. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat oder ob das komplett random ist. Hallo? Ach Gott. Joa. Und dann geht's ja noch irgendwo weiter. Ich würde mal sagen, wir starten beim Rattenboss, weil ich keine Ahnung habe, ob das irgendwie mit irgendwas zusammenhängt oder ob das eine komplett random Quest ist. Also gucken wir mal. Und wir haben ja noch die Steinformation, diese seltsame. Was glotzt du denn so, Dummkopf? Hallo? Ach so, die Frau, Claire. Oh, du bist es. Hallo. Warum bist du hier? Suchst du wieder nach Arbeit? Ehrlich gesagt, läuft es ziemlich gut mit den Hütten und den Menschen und so. Oh, wie schön. Wenigstens eine Person hier weiß, den Wert eines harten Arbeitstages zu schätzen. Nicht so wie Wade. Die faule Ratte läuft immer nur davon. Aber was willst du? Ich suche nach super geheimnisvollen Artefakten, die den Menschen gefallen könnten. Oh, ist das so? Nur die Besten wissen, wo man sie findet. Und ich finde viele davon. Weißt du, warum das so ist? Weil ich die Beste bin. Schon gut, schon gut. Beruhig dich, Claire. Mir gehen die Grabutensilien aus. Bringe mir welche, dann gebe ich dir etwas, das ich kürzlich gefunden habe. Oh. Bringe Claire drei Schürfgeräte. Was genau soll das bedeuten? Können wir uns das kurz in der Quest mal angucken? Goldgräberausrüstung. Ach so. Die können wir bei unserem guten Busfahrer kaufen. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Okay, ach, warum will ich immer in die falsche Richtung? Ich denke immer, die Bushaltestelle ist oben. Ach ja. Wartet mal. Ach so, wenn wir hier sind. Naja, egal. Ab nach. Gott. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ab nach Kiefernwald. Kommt. Wir wären zwar gerade da gewesen, wo wir eigentlich hätten sein müssen, um zu Charlotte zu gehen. Aber ja gut, ignorieren wir das. So, wir haben die Quest erledigt. Yes. Mal gucken, was die nächste Quest ist. Oh, wir kriegen Hosen. Cool. What is the next quest? Du musst jetzt die folgende Arbeit erfolgreich erledigen. Schließe den Aufenthalt für 50 Gäste in Kiefernwald ab. Yes, okay, das läuft wenigstens nebenbei. Das ist sehr gut, dass wir das machen. So, dann zeige ich euch natürlich noch kurz, was ich verändert habe. Ich glaube, hier nicht wirklich was. Hier haben wir die Zimmer modernisiert, vor allen Dingen in der oberen Etage. Da sind die Zimmer eigentlich jetzt super duper fertig. Also alle krassen Items plus kleines Kästelchen und Hängeregale. Das heißt, die Zimmer sind relativ viel wert, wie ihr links oben sehen könnt. Joa. Sollte relativ nice sein hier.
Für unten ist mir dann irgendwann das Mahagoniholz ausgegangen. Hier haben wir nur die Betten und die Spiegel neu. Diese Fußdinger und die Kästen müssen wir noch erneuern. Aber naja, gut. Ja, ich hatte dann keine Lust mehr und die Zimmer zählen. Aber, warte, kann ich euch zeigen, auch als Level 5 Schlafzimmer, weil wir zwei Level 5 Items drin haben. Ja, gut. Das haben wir hier verändert. Gut, dann wird hier von selber ja weitergebaut. Haben wir hier eigentlich? Ne, wir haben nur eine Sache, die wir Charlotte geben müssen. Gut, dann machen wir uns doch gleich wieder auf den Weg. Nämlich zur Holzkreuzung. Dort kaufen wir dreimal Schiff, Goldgräber, Ausrüstung. Die können wir der Maus geben und dann gehen wir doch ab zu Charlotte. Da haben wir doch noch einiges zu tun. Eins, zwei, drei. Ach so, wir hatten davon schon welche. Hoppala. Ich hoffe, das hat nicht so viel gekostet. Hat das viel gekostet? Ja, das hat viel gekostet. Wir haben nur noch 5000 Geld. Upsi. Hupsi, wupsi, würde ich jetzt mal sagen. So, runter. Eigentlich wollte ich ja weitermachen bei unserer krassen Geisterquest. Was auch immer da abgeht, aber. Na gut. So. Wir gehen zu Claire. Oder bei unserer Geister sind eigentlich Götter, oder? Claire, was geht ab? Jupp, ich habe alles für dich. Ja, die taugen was. Alles klar, ich werde das nicht wiederholen. Hör mir gut zu. Es war einst eine besonders finstere Nacht. Ich hatte den ganzen Tag gegraben und kein Glück, als ich plötzlich aus den Tiefen des Sumpfes einen Schrei hörte. Ich lief sofort auf das Geräusch zu. Mitten in einem aufgetürmten Abfallberg sah ich es. Es war ein kosmischer, kleiner Kokon, der aufgesprengt war. Was auch immer darin lebte, war in diesen merkwürdigen Seidensträngen eingewickelt und mit Schleim überzogen. Ich nahm mir ein paar und rannte so schnell wie möglich weg. Nach dieser Nacht habe ich sie nie wieder gefunden, egal wo ich suchte. Nun, seitdem liegen sie in meinem Schrank und die Motten machen sich darüber her. Seidenfasern. Okay. Sind die auch für Charlotte? Jo, wahrscheinlich. Na dann gut, ab zu Schalötschen. Die ist eh da oben. 30 Kohlelilien werden wir haben. 60 sehe ich jetzt nicht. Aber wir können ja mal gucken, wie viele wir zusammenbringen, wenn wir noch ein paar einsammeln gehen. Ach Gott. Ja, ich weiß, in letzter Zeit kommen die Folgen wieder sehr unregelmäßig. Aber es kommen Folgen, Leute. Ich weiß, ich weiß. Eieiei. Ich bin so chaotisch. Irgendwie schaffe ich es nicht, regelmäßig aufzunehmen. Ich weiß nicht. Das hat schon mal besser funktioniert in den letzten paar Jahren. Ich frage mich da immer, was gerade zur Zeit los ist. Aber ich habe gerade eine neue Methode gefunden, besser und früher aufzustehen. Vor allen Dingen halt, weil ich einfach in letzter Zeit immer meinen Wecker einfach tausendfach läuten lasse und niemals aufstehe. Das ist halt der Unterschied, wenn man nicht aufstehen muss. Aber naja. Habe ich jetzt eine bessere Methode gefunden? Ich habe jetzt die Ö3-App. Ich weiß nicht, der beste Radiosender Österreichs, aber naja. Man kann nicht alles haben. Aber die haben in der App einen Wecker integriert und der ist ziemlich nice, weil dann geht dein Handy automatisch an und lässt halt Radio spielen und ich habe halt sonst kein Radio zu Hause. Ja, und das probiere ich gerade und funktioniert relativ gut, um mich wirklich dazu zu bringen, aufzustehen. Hast du etwas für mich? Jupp. Ja, bitte sehr. Was meintest du nochmal, woher du die hast? Egal. Ich will es gar nicht wissen. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass du einen der wenigen wirklich seltenen Gegenstände gefunden hast. Ich kann dir keine Details nennen, aber sagen wir einfach, in diesen Strängen hat mal jemand gewohnt. Jemand, den du mitten in der Nacht lieber nicht treffen willst. Riesiger Kokon. Okay. Zumindest könntest du das auf die Tafel schreiben, wenn du diesen merkwürdigen riesigen Kokon ausstellst. Aber haben wir genug? Ja, wir haben noch 30 coole Lilien. Sehr nice. Keine große Ausbeute diesmal. Ich habe nur diese rabattierten Hundehalsbänder von Annie bekommen. Ja, nun, es hätte schlimmer kommen können.
wenn du sie zum vollen Preis erhalten hättest. Hahaha. Nein, nichts. Na gut, zum Glück bedarf es nicht viel, um ein wenig Aufmerksamkeit bei normalen Menschen zu erhaschen. Anscheinend gibt es noch nicht genug Terror in der Welt, daher haben die Menschen ihn selbst geschürt. Diese Mythen und Sagen, ist da was Wahres dran oder sind es nur Spukgeschichten? Es gibt nichts Faszinierenderes als das, was unsere menschliche Vorstellungskraft hervorbringen kann. Und selbst wenn man glaubt, sich etwas einzubilden, macht der kleinste Zweifel die Sache nicht viel spannender. Oh, dreifaches Hundehalsband. Okay, I get it. Schau dir das Hundehalsband an, das einer magischen Bestie passen könnte. Wer sagt denn, dass sie nicht auch mal ausgeführt werden muss? Okay, cool. Wir haben zwei neue Gegenstände für unsere Ausstellung. Ach komm! Ach, wie die uns immer hin und her schieben, ist urnervig. Warum gehen die nicht einfach durch uns durch? So. Also, oh Gott, ich sehe kaum was. Warum ist es schon wieder mitten in der Nacht? Als nächster könnten wir zu unserem Museum gehen, was aber auch nicht so unbedingt toll ist, weil... Haben wir überhaupt Kohle? Ne, wir haben keine Kohle. Ne, gehen wir nicht zum Museum, weil das, glaube ich, bringt gerade nichts, weil wir haben, glaube ich, nur einen Ausstellungsplatz und nicht zwei und kein Mahagoniholz mehr. Dann würde ich meinen Tipp verfolgen und mal nach Winterberry gehen. Und ja, Leute, wie ihr hören könnt, bin ich schon wieder ein bisschen krank. Yay. Weil ich ja so gerne krank bin, Leute. Ach Gott. Ich weiß nicht wieso, aber seit gestern ist mein Näschen wieder ein bisschen nervig. Oh Gott. Ich weiß nicht, was mit meiner Nase los ist, sorry Leute, aber ich musste gerade irgendwie, hatte total das Gefühl, dass ich niesen muss, aber ich muss nicht niesen. Ha, richtig nervig. Und bilde ich mir nicht ein, dass das hier war? Oder bin ich gerade doof? Irgendwo auf der Map hatten wir doch noch so Obsidian. Und ich dachte eigentlich, dass das hier war, aber anscheinend war das doch nicht hier. Dann zum Bauernhaus. Ich bin mir gerade unsicher, wo war das denn nochmal? Ich dachte, das war hier. Bergsee? Was geht ab? Gut. Dann machen wir uns auf. Ich glaube, das war hier. So sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Aber doch, das war hier doch, oder? Ja. Oh, Juwelier-Kit. Okay, das Onyx-Ray-Kit. Ja, aber ich dachte... Okay, dann bin ich jetzt verwirrt. Ich dachte, wenn wir diesen Onyx-Stein haben, dass wir da vielleicht hierher gehen und plötzlich passiert Magic oder keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Gut, dann ist die Frage, mit wem müssen wir reden? Dann werde ich das jetzt mal kurz herausfinden, weil wir werden ja nicht einfach mit jeder Person hier reden. Das wäre ein bisschen doof. Schön, dich zu sehen, Kuppel. Läuft gut, was? Hey, Oliver, hast du nicht zufällig etwas in deinem Werkzeugkasten, das mit sowas hier klarkommen würde, oder? Oha, Kuppel, du... Da hast du aber einen tollen Stein. Ich glaube nicht, dass eines meiner normalen Werkzeuge dir dabei von Nutzen sein kann. Aber ich habe noch etwas mit ein bisschen mehr Wumms dahinter. Gib ihn mir, vielleicht komme ich mit dem guten alten Juwelierkind durch. Oh, schau sich das mal einer an. Ging durch wie ein Buttermesser. Durch, Käse? Nein, das ist es nicht. Jedenfalls kommst du mit diesem Kit hier durch jeden noch so harten Steinkumpel. Aber ich kann es dir nicht kostenlos geben, tut mir leid. Das kostet mich jetzt schon ein Vermögen. Jupp. Du kannst es dir in meinem Laden holen, wenn du es irgendwo brauchst. Okay, danke schön. Alter, okay, wir haben 15.000 zum Glück und das kostet einfach 9.000. Jo, moin. Haben wir jetzt den Stein eigentlich noch? Nö. Okay.
Gut. Dann wieder ab zum Reh, oder? So, ab zum Bambi. Sorry Leute, ich muss dazwischen immer schlechte Cuts setzen, weil ich gerade habe ich noch natürlich neue Gäste eingecheckt und mir 70 Mal die Nase geputzt. Oh, ich hasse es. Julia steht hier ein bisschen creepy. Ein Topf, der beobachtet wird, kocht nicht. Wie wäre es also, wenn du deine Beobachtungen irgendwo anders fortsetzt? Nee, wir müssen hier sein. Oh. Ein gefährlicher Pfad erstreckt sich vor dir. Creepy. Ich dachte eigentlich, dass wir da ein Rehkitz jetzt aus Stein hauen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir sind lieber hier in dieser gruseligen Hohltor. Wo sind wir auf der Map? Okay, nirgendwo. Okay, Leute. Ach du Shit. Okay. Gruseliger Vogelgott. Hi. Hallo. Hey, netter Vogel. Danke. Ich habe nichts gemacht, ich schwöre es. Das hast du wohl. Mehr als du selbst weißt. Ich weiß nicht mal, wie man das macht. Sei unbesorgt. Du befindest dich nicht in Gefahr. Nicht mehr als vor einer Minute. Also befinde ich mich in Gefahr? In gewisser Hinsicht. Das Leben selbst birgt Gefahren für seinen Fortbestand. Ich bin nicht der richtige Bär, um über solche Dinge zu sprechen. Aber du bist der Einzige hier, der Einzige, der jemals hier sein könnte. Ich bin nur hier, weil der Fuchs mir gesagt hat, dass ich hier sein soll. Eris? Naja, ich wurde eher grundlos angeschrien, aber trotzdem. Ein würdiger Gegenpart, Iris. Ach, entschuldige mich für einen Moment, während ich zu Atem komme. Was jetzt? Hallo? Danke. Was meinst du bezüglich Iris? Iris hat der Welt Stabilität gegeben, während ich weg war. Obwohl sie ihre eigenen Methoden hat, waren sie ausreichend, um die Realität in meiner Abwesenheit zu erden. Wo warst du? Ich war genau hier und konnte nicht weg. Ich bin über die Jahre geschwächt und eingesperrt worden, bis du mich gefunden hast. Zuvor wurde die Welt ins Chaos gestürzt. Kein einfaches Chaos, das von seinem eigenen Durcheinander angetrieben wurde. Das würde sich schließlich von selbst ausgleichen. Es handelt sich um einen komplexen Zyklus der Grausamkeit und des Todes, der von einem anderen Gott inszeniert wurde. Tyne, die Verkörperung der Gewalt. Er hat da den Weg gefunden, den Menschen ein falsches Gefühl von Macht vorzuspielen, das von seinem eigenen Potenzial geprägt war. Menschen sind die perfekten Gefäße für trügerische Überlegenheit. Und so breitete sich die Gewalt aus und Hüne wurde stärker. Wie es das Glück so wollte, waren es auch die Menschen, die für die nötige Gegenwehr sorgten. Dies führte zu einer Ansammlung von Energie, die irgendwann keinen Platz mehr hatte, sich weiter anzustauen und deswegen ausbrach. Die Nacht des Feuers? Korrekt. Ist es deswegen dazu gekommen? Warst du dort? Moment, hast du irgendwelche Bären gesehen? Hast du meinen Bruder gesehen? Götter beantworten normalerweise nicht so viele Fragen. Tut mir leid, ja, das wusste ich. Der Konflikt begann nach Sonnenuntergang. Eine sternenklare Nacht brach über das Tal herein. Die Dunkelheit legte sich über all die Menschen, Tiere und Pflanzen in dieser Ecke der Welt. Die Spannung, die sich über Tage, Monate und Jahre aufgebaut hatte, war zwar nicht sichtbar,
doch sie war deutlich spürbar. Ohne Vorwarnung entbrannte die Gewalt. Brutalität und Wut breiteten sich explosionsartig aus und verschlangen alles auf ihrem Weg. Menschen bekämpften einander und reagierten auf Gewalt mit noch mehr Gewalt, ohne Rücksicht auf Verluste oder ihr Umfeld zu nehmen. Es war für das sterbliche Auge nicht sichtbar, doch meine Konfrontation mit Tüne hatte begonnen. Ein himmlisches Scharmützel, das über mehr entscheiden würde, als nur den Ausgang dieses Aufeinandertreffens. Es würde über das Schicksal der Welt und ihre Zukunft entscheiden. Hätte die Gewalt obsiegt, wäre nichts mehr übrig geblieben, was sich Menschen, Tiere und Götter teilen könnten. Mir gelang es jedoch, in dieser Situation einen Blick auf etwas anderes zu erhaschen. Denn auch dein Bruder war zum Zeitpunkt dieses Konfliktes anwesend. Er setzte sich heldenhaft dafür ein, den Opfern dieser gewaltsamen Auseinandersetzung zu helfen. Doch seine äußere Hülle war nicht stark genug, um der Brutalität zu widerstehen. Tatsächlich schlug Tüne mit solch einer Kraft zu, dass ihr fast niemand widerstehen konnte. Nach unserem Kampf wurde alles in pures Weiß gehüllt, als wäre ein Blitz eingeschlagen. Dann wurde alles dunkel, als wäre auch das letzte Quäntchen Licht auf dieser Welt erloschen. In diesem Kampf gab es keine Gewinner. Alle waren unweigerlich als Verlierer daraus hervorgegangen. Ich weiß nicht, welches Schicksal Tüne ereilt hat, aber ich weiß, dass es ihn nicht ganz so schlimm getroffen hat wie mich. Ich war auf der Spitze von Hohltor zusammengebrochen und hatte nicht mehr die Kraft, mich zu erheben. Tüne hatte hingegen noch etwas Kraft übrig, denn da war es, der mich mit diesen Onyxketten fesselte. Um sicherzugehen, dass ich diesen Ort niemals verlassen kann, hat er mich mit seiner dunklen Magie eingesperrt. Das Onyx Rikitz hat er als Zeichen des unzerbrechlichen Bundes am Eingang platziert, als einen Spiegel seiner kindlichen Unschuld. So begann ich also meinen tiefen Schlaf und versuchte zumindest einen Bruchteil meiner Kraft wiederzuerlangen. Geduldig wartete ich darauf, dass jemand mich von diesem Fluch erlösen würde. Und dauerte bis jetzt an, als es irgendjemanden irgendwie geschafft hat, den Stein zu zerbrechen und mich von meinen Fesseln zu befreien. Ah, bitte gib mir noch einen Moment, um zum Atem zu kommen. Okay? Wie geht es weiter? Dieses Wissen gehört nicht uns, sondern alleine dem Universum. Ich wurde nun von meiner zum Schlafen verdammten Existenz befreit. Ein Schicksal, dem ich nie alleine hätte entrinnen können. Aber im Nachhinein betrachtet, sollte man besser alleine sterben. Du hast dich gut gemacht, junger Bär. Besser, als man es von dir erwartet hätte. Besser als die meisten. Ich danke dir. Okay. Der Himmel ist klar. Die Last der Finsternis legte sich allmählich. Das Licht ist frei und kann wieder über das Land tanzen. Ich trauere um den Tod deines Bruders, denn wie so viele Seelen musste er diese Welt zu früh verlassen. Doch ich bin dankbar für dein Herz, denn es hat sein Versprechen mehr als erfüllt und etwas wahrlich Großes vollbracht. Und dadurch erfüllt sich auch mein eigenes Herz mit einer großen Entschlossenheit. Okay, das war jetzt irgendwie kurz. Das ist sogar für mich zu hoch. Okay. Es ist ein bisschen schräg. Wir können gucken, wie es hier aussieht bei Tag.
Sieht's auch noch ziemlich creepy aus bei Tag. Ich bin jetzt ziemlich lost, wenn ich ehrlich bin. Ja. Hä? Ich bin gerade lost. Erstens, ist der Vogel jetzt tot? Zweitens, wie geht's weiter? Was passiert hier? Also, wir haben jetzt noch eine Quest und das war's. Ich bin ein bisschen lost gerade. Also, so for real. Okay. Ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen, außer die Folge beenden. Und noch weiteres Mahagoni-Holz sammeln. Das geht immer. Wir können mal kurz nach Kiefernwald gehen. Oh Gott, Leute. Ich hasse es, krank zu sein. Oh, hate it. Aber gut. Ja. Ich bin jetzt gerade lost von dieser Storyline. Weil ich lost bin. Nee. Keine Ahnung. Hä? Ich dachte, ich mache so Fight der Götter oder irgendwas kommt jetzt. Aber das war jetzt nicht so krass, wie ich erwartet hätte. Wir können mal kurz gucken, ob wir hier denn noch. Ah, wir können sogar noch eins bauen. Okay, cool. Dann stellen wir doch kurz die Sachen aus. So. Das passt doch soweit so gut. Und wir haben hier noch. Achso, so funktioniert das nicht. Hä? Manchmal ist dieses Spiel ganz seltsam, aber sowas von ganz seltsam. Ich verstehe es manchmal nicht. Okay. What the heck? Wie riesig. Diese Sortierung hier funktioniert manchmal, glaube ich, einfach noch nicht so gut. Okay, wir können uns das auch nicht irgendwie was durchlesen. Dann haben wir das doch erledigt. Sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn ich noch ein bisschen Mahagoniholz gesammelt habe. Denn, achso, ich kann hier gar nicht gehen. Denn ich wollte gerade einfach nur gucken. Denn uns fehlt ja noch das Upgrade von all diesen Zimmern hier. Yay. Und ein bisschen was hier links. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich bin ein bisschen verwirrt, ob es noch Story gibt oder ob es das jetzt war. Und wir haben 100 Tage geschafft, rechts oben. Yay! Also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao!